Dirk, willst ja, dann guten Tag an alle, die uns zusehen. Herzlich willkommen zu dieser öffentlichen Anhörung. Das ist eine sehr besondere Veranstaltung. Und zwar deswegen, weil sich eine ganze Reihe von Fraktionsvorsitzenden aus Landtagsfraktionen von Bündnis 90 Die Grünen verabredet haben. Und ich als Fraktionsvorsitzende im Bundestag darf auch dabei sein, verabredet haben, dass wir unsere vielen Diskussionen, die wir in allen möglichen Chats und bei Telefon- und Videokonferenzen miteinander haben, einmal an diesem Morgen auf einen Nenner zu bringen, sozusagen. Ganz vielen Dank der Landtagsfraktion Niedersachsen, Jenny, dass ihr das organisiert habt und uns die Möglichkeit gebt, mit dabei zu sein und das dann auch öffentlich zu machen, sodass auch andere noch profitieren können. Dass wir als Bündnis 90 Die Grünen uns in der ganzen Zeit der Pandemie immer wieder wissenschaftliche Expertise geholt haben, auch übrigens von sehr unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, weil wir von Anfang an eigentlich einen Pandemierat gefordert haben, wo die verschiedenen Expertisen miteinander auch ins Gespräch kommen sollen. Das hat auch zur Folge, dass ich, glaube ich, mit allen hier schon mal jedenfalls gekachelt habe. Und irgendwann denke ich, wir müssen uns auch alle mal direkt sehen und ein Glas auf etwas erheben, was dann hoffentlich vorbei ist. Wir sind gerade in keiner einfachen Phase der Pandemie. Das kann man fast, irgendwie könnte man das in fast jeder Phase sagen. Aber natürlich als politisch Verantwortliche, zum Teil auch in Regierungsfraktionen hier, diskutieren wir auf der einen Seite darüber, welche Möglichkeiten muss es jetzt für Geimpfte geben in unserem Rechtsstaat. Und auf der anderen Seite wissen wir, die Pandemie ist halt noch nicht vorbei. Wir haben sehr viele junge Leute, die erkranken, auch auf den Intensivstationen. Wir haben sehr hohe Inzidenzwerte bei Kindern und Jugendlichen. Und auch die Diskussion wird uns ja nicht erspart bleiben, dass viele jetzt sagen, naja, die haben die ganze Zeit sehr viel beitragen müssen, gerade die Familien an Einschränkungen. Und jetzt sind sie dann sozusagen die Letzten, die geimpft werden können. Was bedeutet das? Und was bedeutet das auch an einer, ich sage jetzt mal, neuen Zweiklassengesellschaft? Die einen dürfen schon Dinge und die anderen noch nicht. Ich glaube, dass völlig klar sein muss, im Rechtsstaat geht es nicht darum, ob man Grundrechte bekommt oder nicht. Man hat sie und wenn man sie genommen bekommen muss, dann muss man sie so schnell wie möglich zurückgeben. Aber ich finde eben auch, man muss sehr, sehr genau jetzt schauen, dass man ganz schnell eine wirklich umfassende Strategie hat dafür, dass Kinder und Jugendliche, sobald der Impfstoff für sie freigegeben ist, auch geimpft werden können. Und dass es nicht wieder in einem Chaos endet und dass die Bundesregierung sich daraus dann erstmal wieder zurückzieht, weil wieder nur auf Sicht gefahren wird. Ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Punkt, auch die Aussicht zu haben, dass der Sommer eben ein Sommer wird, auch für die Familien mit Kindern. Und ich glaube, die Verantwortung haben wir total. Zugleich sind aber eben natürlich auch dann noch nicht alle geimpft und schon gar nicht zweimal. Und deswegen erleben wir gerade eine Phase, in der viele denken, okay, jetzt wird es langsam vorbei sein und die Gefahr, auch mit leicht sinkenden Zahlen, die Gefahr, dass es jetzt zu vielen Infektionen kommt, bei mehr Mobilität entsteht, weil Leute denken, jetzt können wir ja doch wieder alles Mögliche machen, die ist natürlich relativ hoch. Und genau deswegen wollten wir gerne genau in dieser Situation mit Ihnen sprechen. Und insofern sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Kommen und übergebe jetzt an Jenny. Ja, vielen Dank, Katrin, für die Teilnahme heute, denn es ist ja tatsächlich so, wie du sagst, wir fordern seit dem Beginn der Pandemie an, dass wir eine bundesweite und gemeinsame Strategie im Umgang mit dem Coronavirus entwickeln müssen, dass wir eine klare Zielperspektive definieren müssen und dass das am Ende nur bundesweit geht. Und vor dem Hintergrund sind wir ja als Grüne Landtagsfraktion auch mit euch als Bundestagsfraktion in einem sehr engen Austausch genau darüber, wie kann eine gemeinsame Strategie im Umgang mit dem Coronavirus aussehen. Und gerade auch das wollen wir jetzt, wo es in diese heiße Phase geht, wo wir Impferfolge erleben, wo es vorangeht und wo wir genau diese Erfolge am Ende auch nicht gefährden dürfen, noch einmal intensivieren und uns fragen, wie sieht diese Strategie für die nächsten Wochen und Monate aus? Und deswegen möchte ich mich auch herzlich bedanken bei
euch anderen Landtagsfraktionen. Ich freue mich sehr, dass wir hier miteinander heute dieses Hearing machen und ich möchte mich auch bei den Expertinnen und Experten bedanken. Wir als Fraktion machen regelmäßig, das ist unser tagtägliches Geschäft, Anhörungen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch mit Praktikerinnen und Praktikern, ob aus der Schule, der Kultur, der Wirtschaft. Wir sind mit allen im Gespräch. Und als wir jetzt die Möglichkeit hatten, über Frau Professor Brinkmann so viel Expertise zusammenzubekommen, haben wir gesagt, die Gesellschaft interessiert diese Frage auch brennend. Und deswegen machen wir dieses Hearing heute öffentlich, damit auch Sie, damit auch ihr euch informieren könnt. Und ich möchte mich herzlich für die Teilnahme bedanken bei Ihnen, Frau Professor Brinkmann. Sie sind ja Virologin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und auch bei den anderen Expertinnen, Frau Professor Dr. Elvira Rosert, Politikwissenschaftlerin der Universität Hamburg, Professor Dr. Dirk Brockmann, Physiker und Mobilitätsforscher der Humboldt-Universität Berlin, Dr. Markus Bayer, Allgemeinmediziner und Landesvorsitzender Bayerischer Hausärzteverband, Frau Dr. Ute Teichert, die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte der Gesundheit, des öffentlichen Gesundheitsdienstes, also der Gesundheitsämter, Herr Professor Dr. Michael Meyer-Hermann, der Immunologe ist am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, und an Professor Dr. Menno Baumann, der Pädagoge ist an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Und damit wird deutlich, wie viele unterschiedliche Fachrichtungen heute und hier was zur Lage der Situation im Umgang mit dem Coronavirus sagen werden. Und ich freue mich sehr, Frau Professor Brinkmann, dass ich Ihnen jetzt dafür das Wort geben kann. Es wird so sein, dass die Expertinnen einen kurzen Impuls geben aus ihrer Sichtweise und wir anschließend als Fraktionen Rückfragen dazu stellen werden. Hier wird es dann zwei Runden geben. Und im Anschluss werden wir noch in ein internes Hearing gehen und diesen Livestream beenden. Wir freuen uns aber sehr über das Interesse. Frau Brinkmann, ich würde Ihnen direkt das Wort geben jetzt. Vielen Dank. Erst einmal vielen Dank für die Einladung und dass wir hier mit einer so großen Gruppe erscheinen durften. Und wie Sie es gerade schon so nett gesagt haben, also erstmal frage ich, glaube ich, hört man mich richtig? Sehr gut. Genau, wie Sie es gerade schon so schön gesagt haben, diese Pandemie wird nicht nur von Virologen und Epidemiologen bekämpft, sondern mit ganz vielen unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachrichtungen und natürlich auch mit der Bevölkerung, die man mitnehmen muss bei der Pandemiebekämpfung und immer wieder erklären muss, warum sind folgende Maßnahmen wichtig und wie kommen wir gemeinsam durch diese sehr schwierige Zeit. Und wir haben ein paar Folien vorbereitet und uns auch aufgeteilt, wer etwas sagt. Und jetzt hoffe ich, dass Frau Rosert die einmal teilen kann. Wir haben uns nämlich etwas überlegt, wie wir das heute am besten darstellen. Und gleich zu Beginn würde ich mal auf unsere Übersicht gehen. Elvira, gehst du mal einen weiter und vielleicht auch auf den Präsentationsmodus. Einen Augenblick, ich versuche gerade rauszufinden, wo ich das hier steuern kann, aber ich habe es schon mal geteilt, das ist ja super. Das ist schon mal gut, so. Zur Not bleiben wir so in dem Modus, das geht auch. Wenn ich das jetzt, so sieht man jetzt die nächste Folie? Ja, so geht es auch. Alles klar, dann mache ich das so, ich kann jetzt nichts mehr sehen, aber du gibst mir einfach immer ein Zeichen, wenn ich weiterklicken kann. Das mache ich. Wir haben uns folgenden Aufbau überlegt. Ich würde kurz anfangen und sagen, wo stehen wir jetzt eigentlich in der Pandemie? Ist die Pandemie eigentlich schon vorbei? Die Antwort können Sie sich vorstellen. Nein, sind wir natürlich nicht. Und gebe dann weiter den Ball an Dirk Brockmann, der etwas zur No-Covid-Strategie erzählen wird und warum es sinnvoll ist, diese Strategie weiterhin zu verfolgen. Und dann übernimmt Michael Meyer-Hermann, gibt den Ball weiter an Menno Baumann, der Familien in der Pandemie beleuchten wird. Herr Baumann ist Pädagoge und beschäftigt sich mit diesem Thema Schule und Kinder und Familien seit Beginn der Pandemie. Elvira Rosert sagt etwas zur sozioökonomischen Ungleichheit während der Pandemie, was uns ja immer stärker noch weiter auffällt, wie groß diese Ungleichheit ist. Herr Bayer wird etwas zu klinischen Aspekten erzählen und zum Thema Testen und Kontaktnachverfolgung. Frau Teichert ist unsere Stimme aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst,
Dienst und wird auch was zur Kontaktnachverfolgung sagen und zum Thema Impfung. Und ich schließe dann mit einer Folie zum Thema, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Gut, dann gehen wir mal weiter. Und ganz kurz, die meisten von uns sind in der No-Covid-Initiative, die es seit Januar gibt. Das ist nichts, was wir von Grund auf neu erfunden haben. No-Covid, Zero-Covid oder Control-Covid, nennen Sie es, wie Sie möchten. Wichtig ist, dass diese Strategie eine Eliminierungsstrategie ist. Das heißt, das Ziel ist, das Virus so weit wie möglich aus der Bevölkerung zu treiben und nicht wie das, was wir und wir in Europa auch durchführen, dass wir eine Eindämmungsstrategie verfolgen. Das heißt, das ist eine Strategie, die das Schlimmste verhindern möchte, aber sie hat nicht das klare Ziel, dass sie das Virus so weit wie möglich bekämpfen möchte, sondern wirklich nur das Schlimmste verhindert. Und zu der Covid-Strategie wird Dirk Brockmann noch genauer etwas sagen. Und wir haben eben als Verstärkung im Team heute mit dabei Frau Teichert, die wirklich von der Basis vom öffentlichen Gesundheitsdienst berichten kann. Nicht, dass Sie denken, die Wissenschaftler denken sich schöne Theorien aus, wie es funktionieren kann. Nein, wir sind natürlich auch im Kontakt mit den Menschen, die das dann umsetzen müssen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ja, wo stehen wir heute in der Pandemie? Dazu fiel mir dieses Bild ein. Es ist so ein bisschen im Moment eine Phase, wo ich an ein Vulkan dachte und daran, dass wir auf diesem Vulkan etwas tanzen. Denn wir sind jetzt in einer Phase der Pandemie, wo wir erstmal einen Impfstoff in der Hand haben. Wir haben ein weiteres sehr, sehr wichtiges Werkzeug für die Bekämpfung in der Hand, aber der Impfstoff muss noch in viele, viele Oberarme. Und da sind wir noch lange nicht, dass wir wirklich uns in Sicherheit wiegen können durch die Impfung. Und es gilt jetzt diese Phase, bis wir einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben. Und dazu zählen in meinen Augen, unseren Augen auch die Kinder, werden wir noch etwas zu kämpfen haben und dürfen nicht nachlassen. Und die Gefahr ist gerade groß, dass der Ruf nach Öffnung immer lauter wird und dass die Geschwindigkeit, mit der geöffnet wird, höher ist als die Geschwindigkeit, mit der wir impfen. Da sehe ich gerade ein großes Risiko. Gut, im Moment Status quo ist, dass die Intensivbetten in Deutschland, ich habe einmal links dargestellt für ganz Deutschland und rechts jetzt speziell für Niedersachsen, die Belegung der Intensivbetten ist sehr hoch. Wir haben gerade ein Plateau erreicht. Deutschlandweit liegen wir bei, Stand gestern, 5.000 belegten Intensivbetten und in Niedersachsen bei 295. In Niedersachsen sind wir damit höher als in der Winterwelle. Also kein guter Zustand, ein Zustand, den wir gerne verhindert hätten, aber das ist jetzt Status quo. Und man muss dazu sagen, viele oder 25% der Menschen auf der Intensivstation werden diesen Aufenthalt, das Krankenhaus nicht lebend verlassen und die Behandlung überstehen, werden lange Zeit brauchen, um sich wieder zu erholen. Also die Krankheitslast ist sehr hoch und die Diskussion, die wir im Sommer haben, ist dieses Virus ein grippeähnliches Virus und es ist doch alles nicht so schlimm. Diese Diskussion haben wir ganz eindeutig hinter uns gelassen. Auf der nächsten Folie habe ich noch einmal dargestellt, jetzt muss ich mal etwas reinzoomen, das ist übers Handy gar nicht so einfach. Wir sehen hier einmal in dunkel dargestellt, ganz unten die belegten Betten und dann sehen wir die freien Betten und wir sehen auch eine Notfallreserve. Und das Problem ist nach wie vor, dass wir nicht genügend Pflegepersonal haben, um die Notfallreserve wirklich gut bedienen zu können. Und es kann einfach auch nicht das Ziel sein, diese Notfallreserve zu wirklich zu verwenden. Das Ziel muss eigentlich sein, und nicht nur eigentlich, es muss sein, die Zahlen der Infizierten und damit auch die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen deutlich zu reduzieren. Auch allein deshalb, weil das Pflegepersonal durch diese Dauerbelastung uns bricht. Und das wird uns auch in der Zukunft ein großes Problem bescheren.
So, jetzt einen weiter, bitte. Das ist nur kurz ein Vergleich. Wo steht eigentlich Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Deutschland ist in grün dargestellt. Das sind die Infizierten pro Million Einwohner. Und wir sehen, dass einige Länder einen deutlich besseren Verlauf haben. Dazu zählt Finnland und ganz offensichtlich Länder, die eine ganz klare Eliminierungsstrategie von Beginn an verfolgt haben. Das sind die asiatischen Länder, Taiwan, Vietnam, natürlich auch China und auch demokratische Länder wie Australien und Neuseeland, die also eine ganz klare Eliminierungsstrategie verfolgt haben. Und auf der nächsten Folie habe ich auch noch mal dargestellt, wie sich das in Todesfällen widerspiegelt. Da sehen wir eigentlich einen sehr ähnlichen Verlauf der Kurve. Wir haben in Deutschland eine Situation, wo wir viele Todesfälle haben, eine hohe Krankheitslast und trotzdem auch starke Maßnahmen implementiert haben. Und das ist hier noch mal dargestellt. Das ist eine sehr gute Website. Sie heißt Our World in Data und da kann man sich sehr viele Zahlen sehr gut darstellen lassen von allen einzelnen Ländern, dass man das mal so im Vergleich sieht, wie stehen wir eigentlich da als Europa. Und man sieht, dass hier dargestellt sind die Restriktionen in einzelnen Ländern, die sind sehr gering in Taiwan und auch in Australien gibt es, also was ich hier eigentlich nur sagen will, in Deutschland gibt es einen hohen Satz an Restriktionen. Und trotzdem haben wir hohe Krankheitslast und Tote. Wir sind also keinen sehr guten Weg gefahren. Und auf der nächsten Folie sehen wir den Impffortschritt. Und der Impffortschritt, da hat uns Israel einiges vorgemacht. Und das ist die oberste Kurve in Braun. Das ist der Impffortschritt in Israel. Darunter England, gefolgt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir sind die grüne Kurve da unten. Und wir sehen jetzt zum Glück, und das ist wirklich auch sehr positiv, dass die Kurve jetzt seit April eine deutlich steilere Steigung nimmt. Sprich, es geht langsam voran. Wir sind aber nach wie vor noch nicht einmal bei 30% Erstgeimpften. Also wir haben noch einen Weg vor uns wie Israel, die ja schon seit März 60% der Bevölkerung geimpft haben und jetzt auch nach und nach tatsächlich geöffnet haben. So viel zum Tempo, wann können wir eigentlich öffnen? Und wir müssen einfach impfen, impfen, impfen. Was ist jetzt genau die No-Covid-Strategie? Wir hatten eigentlich die Wahl, den Kurs im Sommer zu bestimmen. Wir waren natürlich in der ersten Phase der Pandemie erst einmal, wussten wir nicht, was kommt genau auf uns zu. Wir haben mit dem ersten Lockdown die Fallzahlen sehr effizient reduzieren können, in vielen Landkreisen deutlich unter 10, zu einer 10er-Inzidenz. Und dann hätten wir diesen Kurs eigentlich weiterfahren können. Wir haben stattdessen einen anderen Kurs gewählt. Elvira, nächste Folie. Und haben die Zahlen damals wieder entgleiten lassen. Wir haben also die Kontrolle nicht behalten. Wir haben die Inzidenzen nach oben gehen lassen und mussten in einen zweiten Lockdown gehen, der in unseren Augen mit intelligenten Methoden vermeidbar gewesen wäre. Was wir gewählt haben, ist eine Mittelinzidenzstrategie. Wir haben reagiert statt proaktiv gehandelt. Wir haben dadurch, dass wir sehr viele Infektionen haben, Probleme bekommen in der Kontaktnachverfolgung und das System ist dadurch nicht sehr stabil. Es ist sehr schwer, also bei hohen Fallzahlen das System zu stabilisieren, ist deutlich schwieriger als bei niedrigen. Und wir haben einen gewissen Jojo-Effekt, den wir jetzt sehen. Wir haben die Wechsel zwischen Lockdowns und Öffnung, was sehr frustrierend ist und auch große Auswirkungen hat auf die Gesellschaft. Und hinzu kommt, wir haben die hohen Todeszahlen, hohe Krankheitslast und viele, viele Menschen sind ständig in Quarantäne. Das kennt bestimmt jeder von Ihnen jemanden, der bereits in Quarantäne war oder das auch schon mehrfach.
Auf der nächsten Folie zeige ich kurz den Weg, den wir gerne gegangen wären. Und das ist ganz klar eine Niedriginzidenzstrategie. Und wie man das hätte machen können und wie man das immer noch machen kann und jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch viel mehr Möglichkeiten hat, dadurch, dass wir die Impfung haben und auch mittlerweile bessere Tests, ist die Niedriginzidenzstrategie. Und die wird Ihnen Herr Brockmann in den nächsten Folien einmal vorstellen. Dann gebe ich den Ball mal weiter an dich, Dirk. Gut, ich habe mich mal unstumm geschaltet. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal grob die No-Covid-Strategie, können mich alle hören, sieht so aus, niemand complaint, erklären. Einige Punkte hatte Melanie Brinkmann schon angesprochen, auch einige Überraschungen, nämlich die Tatsache, dass wir in Deutschland ja, was die Restriktionen angeht, ziemlich leiden und dennoch permanent durch die zweite Welle gefahren sind, durch die dritte Welle. Also eine komische Mischung aus ganz vielen Restriktionen und dennoch hohen Fallzahlen. Und was halt überraschend ist, dass in Ländern wie Finnland, Norwegen, Australien, Neuseeland, Taiwan und anderen diese Niedriginzidenzstrategie gefahren ist, worden ist, die Restriktionen geringer sind und die Fallzahlen geringer sind. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Das hat schon Mike Ryan, ich zeige ihn deshalb hier auf dieser Folie, sozusagen der oberste Seuchenbekämpfer der WHO, sehr eindrücklich in einem Video von vor einem Jahr gezeigt, in dem er eigentlich in ein paar schlagfertigen Sätzen erklärt hat, wie das funktioniert und wie es auch nicht funktioniert. Im Prinzip ist sozusagen No-Covid eine Übersetzung der Ratschläge, die Mike Ryan damals gegeben hat, in die Praxis. Und es hat grob gesprochen eigentlich vier Elemente, nämlich, dass man zielgerichtet reagiert und agiert. Das ist ja das, was so ein bisschen fehlt eigentlich in der gesamten Strategie, nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, wo es nicht so geklappt hat, dass zum Beispiel in Lockdown-Situationen nie formuliert worden ist. Ich habe das auch immer wieder kritisiert, was eigentlich das Ziel ist. Es war irgendwie immer das Ziel, die Welle zu brechen. Auch das ist irgendwie ein vages Statement gewesen. Aber was sozusagen mittel- bis langfristig ein Ziel ist. Das ist ganz wichtig, das zu definieren. Im Übrigen auch, um sozusagen die Bevölkerung mitzunehmen. Bei Maßnahmen. Dann muss man schnell, früh und regional differenziert reagieren, wenn man eine Niedriginzidenzstrategie erfährt. Und genau aus diesem schnell und früh, wenn das nicht funktioniert, dann landet man in einer Situation, die wir jetzt haben, die wir auch im Herbst hatten mit der zweiten Welle. Vielleicht erinnern sich einige, dass noch lange diskutiert worden ist, ob da nur eine zweite Welle ist oder nicht. Oder ob das irgendwie nur am Herbst liegt, etc. Wenn man da sehr lange wartet, dann hat man schon verloren. Ein anderes Statement, was Mike Ryan abgegeben hat, ist folgendes. Wenn man lange überlegt, ob man das Richtige tut, hat man schon verloren. Und das ist auch ein ganz wichtiges Element der No-Covid-Strategie, dass man tatsächlich wir haben ganz praktische und pragmatische Toolboxes entwickelt, was Testen angeht, was Fallrückverfolgung angeht und regionales Handeln, die so als Gesamtpaket gesehen werden müssen und bei denen man natürlich im Einzelnen immer diskutieren kann, ob das wirksam ist oder nicht. Aber man muss es quasi nicht übertreiben. Und nicht so lange darüber nachdiskutieren, ob das wirksam ist oder nicht, sondern man muss einfach handeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann muss man früh reagieren. Da gibt es auch Beispiele aus anderen Ländern, die eine Niedriginzidenzstrategie gefahren haben. Zum Beispiel Australien. Vielleicht erinnern sich einige, dass wenn in Melbourne zum Beispiel eine Handvoll Fälle passiert sind, dann ist die ganze Stadt sofort in einen einwöchigen Lockdown gegangen. Ohne lange das zu diskutieren. Wenn man also zielgerichtet, schnell, früh und regional differenziert reagiert, dann sieht man schon, dass No-Covid eine Öffnungsstrategie ist.
Das heißt, mit diesem Ziel der Niedriginzidenz oder der Elimination, die in diesen Ländern, die ich schon aufgezählt habe, verfolgt worden ist, dann kommt man in eine Region, wo man regional differenziert viel, viel, viel schneller handeln kann, also auf Gemeindeebene, auf Landkreisebene, wo man dann, wenn da neue Fälle aufpoppen, sofort reagieren kann und damit dieses niedrige Niveau halten kann. Dann kann man öffnen. Und das haben halt, das muss man einfach jetzt auch, das ist jetzt einfach ein Faktum, dass in den Ländern, in denen das verfolgt worden ist, dass die viel besser dastehen. Ein gutes Beispiel ist Skandinavien, wenn wir vergleichen Finnland, Schweden und Norwegen. Schweden hat ungefähr 10 Millionen Einwohner, Norwegen und Finnland etwa genauso viel, wenn man es zusammennimmt. In Schweden sind 10.000 Menschen mehr als 10.000 Menschen gestorben. Da hat man sozusagen auf das Ding laufen lassen. In Finnland und Norwegen 10-mal weniger Opfer bei gleichen Restriktionen, weil diese Länder eine Niedriginzidenzstrategie gefahren haben. Was man auch immer wieder erkennen muss, ist, dass dieses No-Covid, dass die Strategie keine Lockdown-Strategie ist, was uns ja auch immer mal wieder nachgesagt wird, weil wir für in der wachsenden, in Situationen, wo die Fallzahlen halt exponentiell wachsen, sehr stark uns dafür eingesetzt haben, dass wir schnelle und effektive Lockdowns implementieren, weil dann in kürzester Zeit wir wieder in die Niedriginzidenz reinfahren können und in dieser Niedriginzidenz dann wieder regional differenziert agieren können. Und auch da haben wir brauchen nur nach Europa gucken. Das wird halt sehr wenig gemacht. Ne? Wir mal sozusagen aus der Vogelperspektive die Situation angucken. Das hat in Portugal funktioniert, in Israel, in Großbritannien, in Irland, in allen Situationen, in denen exponentielles Wachstum gedrückt werden musste, haben kurze, intensive Lockdowns das auch sehr, sehr schnell hinbekommen. Ja, so viel dazu. Es gibt einige Beispiele in der Historie in Deutschland, wo das halt nicht funktioniert hat, wo wir sehen halt, dass diese Kombination aus zu langsam reagieren und spät reagieren, zweite Welle oder sozusagen Öffnungsstrategie Anfang März in einer Phase, in der die neue Variante exponentiell gewachsen ist, nicht funktioniert haben. Und was man dazu auch noch sagen sollte, ist, dass ja auch immer mal gerne auch von manchen prominenten Politikern gesagt wird, wir müssen mit Maß und Mitte reagieren. Hierzu sollte man sich tatsächlich mal Mike Ryans Statement aus dem März 2020 angucken. Das funktioniert nicht mal mittelmäßig gut. Und deshalb ist es wichtig, diese Elemente, diese vier Elemente zielgerichtet, schnell, früh, regional, differenziert einzubauen in diese Niedriginzidenzstrategie. Hier gibt es einfach auch wenig Raum für Kompromiss, wenn man sozusagen das so als Gemeinschaftsprojekt auch versteht. Ganz wichtig ist auch, das ist auch noch ein letzter Punkt, dass man die Community mitnimmt. Also das ist auch ein ganz wichtiges Element der Zieldefinition. Also Menschen können ja viel besser als Community mitmachen, wenn klar ist, welches Ziel zum Beispiel Lockdown-Maßnahmen verfolgen. Wenn das nicht gemacht wird, ist es allen Menschen völlig klar, wenn ein Lockdown kommt, die Fallzahlen gehen runter, dann wird wieder geöffnet, dass es dann wieder durch die Decke geht. Das heißt, man muss immer auch zielgerichtet agieren. Jetzt würde ich weitergeben an Michael Meyer-Hermann, der nochmal erklärt, wieso gerade Niedriginzidenz im Vergleich zum Beispiel zu den Hochinzidenzniveaus, die jetzt so verfolgt werden, wieso das einen Unterschied macht. Michael. Ja, danke, Dirk. In der Tat, also wir haben ja jetzt im Moment, waren wir ganz zufrieden, weil wir jetzt eine gewisse Inzidenz stabilisiert haben. Und diese Zufriedenheit empfinde ich eigentlich immer als einen sehr zynischen Aspekt. Denn was es eigentlich bedeutet, auf einer mittleren oder hohen Inzidenz sich zu stabilisieren, bedeutet, dass wir versuchen, die Zahl der Toten so zu maximieren, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und insofern finde ich es ziemlich zynisch, das so zu sagen, das als Erfolg zu werten. Das ist eigentlich für mich der größte Misserfolg,
vor allen Dingen, wenn man sieht, dass man eine Alternative hat. Also insofern habe ich hier mal gelistet, was es eigentlich für einen Unterschied macht, wenn wir hohe oder niedrige Inzidenzen haben. Bei hohen Inzidenzen haben wir mehr Tote. Das haben wir ja gerade auch in den Grafiken von Melanie gesehen. Wir haben einfach eine schlechtere Patientenversorgung, auch was andere Krankheiten anbelangt. Ne, das muss man sich einfach klar machen, dass es ja nicht nur Covid-Kranke betrifft, sondern wenn die Krankenhäuser mit Covid-Kranken voll sind, dann werden andere Krankheiten nicht mehr ordentlich behandelt, weil einfach kein Platz da ist oder weil durch Hygienebedingungen das nicht mehr möglich ist, die man ja einhalten muss, damit sich das nicht ausbreitet. Das heißt, es hat also relativ große Konsequenzen auch für die Patientenversorgung direkt. Wenn ich dann in die Schulen gucke, und da wird sicher Menno gleich was noch zu sagen, wenn ich in die Schulen gucke, dann ist es so, dass wir eine extreme Unsicherheit haben in den Schulen. Also wir machen jetzt mal die Woche Wechselunterricht, dann gehen wir mal, bleiben wir mit dem Homeschooling, dann bleibt die Schule mal ganz zu und die Jugendlichen und Kinder können sich eigentlich auf nichts mehr einstellen und auch der dauernde Wechsel des Modus des Unterrichts ist letztlich für die Vermittlung von Wissen eher problematisch als in irgendeiner Weise hilfreich. Das heißt, da wäre eine relativ konsequente Handlungsweise vermutlich auch die bessere. Und jetzt, wenn man noch einen Schritt weiter denkt, es ist so, dass die hohen Inzidenzen nicht nur Nachteile haben in Bezug auf, was ich gerade gesagt habe, sondern es ist so, dass wir dadurch, dass wir die Niedriginzidenzen nicht verfolgen, wir gleichzeitig die Kontakte, die Infektionsketten nicht mehr verstehen. Also je niedriger die Inzidenz ist, desto niedriger sind die Kosten in der Zahl der Toten. Wir haben eine bessere Patientenversorgung, wir haben eine bessere Schulversorgung. Aber wir haben eben auch eine einfachere Möglichkeit, mit weniger Maßnahmen diese niedrigere Inzidenz zu halten, weil wir eben mehr über die jeweilige Infektionskette wissen im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Infektionen, die gerade stattfinden. Das heißt, die bessere Kontaktverfolgung gibt uns letztlich mehr Möglichkeiten zu lockern, zu öffnen, als wenn wir bei hohen Inzidenzen fahren. Und der Aspekt, den wir jetzt also mit der Jojo-Strategie fahren, den haben wir bereits vor einem Jahr analysiert. Da komme ich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Vor einem Jahr haben wir analysiert, was macht es, wenn wir mit der Reproduktionszahl gleich 1 fahren. Das ist der Jojo-Effekt. Wir halten die Inzidenz. Wir versuchen sie nicht zu senken, sondern wir halten die Inzidenz. Und wir haben analysiert, dass das der teuerste Aspekt ist. Also wir haben bei R gleich 1 mehr Kosten wirtschaftlich, und zwar deutlich mehr, als wenn wir eine konsequente Niedriginzidenzstrategie gefahren hätten. Und das Gleiche gilt jetzt immer noch. Ja, wir haben auch jetzt, wenn wir mit R gleich 1 fahren, was ja offensichtlich die Strategie ist, dass man immer öffnet, wenn die Zahlen ein bisschen runtergehen. Das ist der teuerste Weg, den wir fahren können, wirtschaftlich. Und das gilt mit Sicherheit auch, das haben wir allerdings nicht wissenschaftlich belegt, für Bildung und andere Lebensbereiche. Und deswegen muss man sich mal die Frage andersrum stellen. Es geht nicht darum, was kosten die Maßnahmen, wenn wir sie einhalten, sondern es geht darum, was kostet es eigentlich zu öffnen. Die Öffnung ist extrem teuer, weil wir nämlich dadurch das erreichte Niveau der Niedriginzidenz riskieren. Und das ist genau der Grund, warum wir im letzten Herbst in die zweite Welle reingeraten sind. Ja, dadurch, dass wir geöffnet haben, haben wir wahnsinnige Kosten gehabt, wirtschaftlich, in der Bildung, psychosozial, überall. Die Öffnung hat die eigentlichen Kosten verursacht. Und deswegen ist diese Gruppe hier angetreten, um für konsequente Senkung der Inzidenzen zu werben, und zwar lokal. Und die Idee ist dabei, dass es tatsächlich eine Öffnungsstrategie ist, in dem Sinne, als dass wir uns überlegt haben, wir können ja eigentlich die Inzidenzen in ganz Deutschland runterdrücken, bis sie ganz unten sind, und dann haben wir eine stabile Situation, die wir halten müssen. Aber was No-Covid eigentlich vorschlägt, ist, dass wir früher lokal öffnen können, ohne das Ziel der Niedriginzidenz zu riskieren. Das heißt, die ganze Strategie zielt darauf ab, Wege aufzuzeigen, wie wir eine niedrige Inzidenz in ganz Deutschland halten können und trotzdem lokal bereits Öffnungen machen können, ohne das kaputt zu machen. Das sind die lokalen Freiheiten, die dann letztlich auch die Nachbarregionen motivieren, diese Niedriginzidenz auch zu erreichen, bei der sie die gleichen Freiheiten bekommen können.
Und insofern ist, also die ganze Strategie baut darauf auf, dass es einen Schutz von virusfreien Zonen gibt. Und auch dazu haben wir gerade jetzt letzte Woche ein Papier veröffentlicht, dass das, also in einer Simulation haben wir das durchgespielt, wie man das tatsächlich machen kann und wie man die Niedriginzidenzen halten und erreichen, erstmal erreichen und dann halten kann, obwohl man lokal, regional Öffnungen durchführt. Und damit möchte ich zu Menno weitergeben. Und der wird uns sicher noch was zu Familie und Bildung sagen. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin von Haus aus Pädagoge und auch nur Teilzeitakademiker, mit der anderen Hälfte meiner Arbeitskraft nach wie vor als Pädagoge noch in der Praxis verankert. Und außerhalb der Pandemie befasse ich mich mit Kindern und Jugendlichen, die es in ihrem Leben nicht einfach hatten und die in ihrem Verhalten als sehr, sehr schwierig gelten. Von daher habe ich mich gleich zu Beginn der Pandemie sofort auf das Thema der psychosozialen Risiken der Pandemie konzentriert. Dann, weil ich auch viele Jahre als Lehrer gearbeitet habe, als Förderschullehrer, auch um das Thema Schule. Aber ich würde meine 5 Minuten gerne nutzen, hauptsächlich über das Thema der psychosozialen Situation zu sprechen. Und meine Einstiegshypothese ist, wir haben nicht das Problem, dass zu wenig über die psychosozialen Folgen der Pandemie und der Maßnahmen gesprochen wird. Wir haben das Problem, dass sie nicht verstanden werden. Und die Grafik, die hier sehr, sehr klein eingeblendet wird, ist gerade eine Originalgrafik aus einem Paper, an dem ich aktuell arbeite, zur Systematisierung des psychosozialen Impacts dieser Pandemie. Und ich würde einfach ganz gerne auf ein paar Punkte hinweisen. Keine Sorge, ich weiß, dass ich in 5 Minuten diese Grafik nicht durchsprechen kann, aber ein paar Aspekte hinlegen. Das erste ist, Elvira, wenn du einmal weiterklickst. Es ist zu einfach, nur auf die Risiken zu gucken, sondern das Leben, kindliche Entwicklung, ist immer ein Balanceakt aus Risiken und Ressourcen. Und wir werden der Situation nicht gerecht, wenn wir nicht wahrnehmen, wie ressourcenstark viele Kinder und Jugendliche auf diese Situation im Moment reagieren und auch viele Familien. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, die ich sehr, sehr spannend finde. Die hat sich mit dem ersten Lockdown letztes Jahr von März bis Mai in über 20 Ländern auseinandergesetzt und ist zum Ergebnis gekommen, dass dieser Lockdown auf das psychosoziale Gleichgewicht von Kindern deutlich weniger Einfluss genommen hat als zum Beispiel individuelle Quarantänemaßnahmen. Und da kommt dann auch einer der Schritte rein, warum ich mich als Pädagoge auch in der No-Covid-Gruppe mit engagiere. Wenn wir bei hoher Inzidenz ungesichert die Schulen öffnen, werden wir eine Massenflut von Quarantänen haben. Und die können im Zweifelsfalle viel mehr psychosozialen Schaden anrichten als ein Lockdown. Im Bereich der Risiken, da gibt es nichts zu leugnen, da gibt es nichts zu verharmlosen. Wir wissen, dass es vielen Kindern zurzeit nicht gut geht, müssen wir aber 3 Dinge unterscheiden. Das erste ist, auch eine Infektion mit Covid-19 hat aus den unterschiedlichsten Gründen einen psychologischen Impact. Es gibt eine amerikanische Meta-Analyse, die gerade festgestellt hat, 34% aller mit Covid-19 Infizierten nicht einmal mehr schwer erkranken, erhalten innerhalb eines halben Jahres nach der Infektion eine neurologische oder eine psychiatrische Diagnose. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Diese Krankheit selber kann das Nervensystem und damit das Gehirn und viele Prozesse durcheinander bringen. Aber was wir auch für Probleme haben, ist zum Beispiel, muss man sich nur mal vorstellen, wie geht es einem Menschen, der als Pflegekraft in ein Altersheim dieses Virus mitgebracht hat und dort sterben eine ganze Reihe von Bewohnern? Dieser Mensch ist hinterher mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr arbeitsfähig. Und das hat gravierende Konsequenzen für Kinder und Jugendliche. Über die psychischen Folgen einer Infektion von Kindern und Jugendlichen ist noch nicht ganz so viel bekannt, weil im Moment noch jedes psychiatrische Symptom, das auftaucht, als Folge der Maßnahmen gewertet wird. Wir haben noch keine Differentialanalysen vorliegen. Ein zweiter Faktor, mit dem ich mich sehr beschäftige aus meiner Beratungspraxis heraus, ist, die Kommunikation zwischen der Erwachsenenwelt und der Welt der Kinder und Jugendlichen ist gestört. Und das führt zu empfindlichen Irritationen. Unsere Inkonsequenz, dass wir zum Beispiel in den Medien verkünden, das Virus ist gefährlich, in den Schulen aber einfachste Maßnahmen offensichtlich nicht umsetzbar sind, dass wir von einer verlorenen Generation sprechen oder dass Jugendliche einen Ordnungsgeldbescheid, habe ich selber in meiner Praxis erlebt, einen Ordnungsgeldbescheid über 250 Euro erhalten, weil sie zu viert auf einem Spielplatz gestanden und sich unterhalten haben an der frischen Luft. Und am gleichen Wochenende, wo dieser Bescheid
zugestellt wurde, fand eine Querdenker-Demo statt, wo offensichtlich zumindest für die Jugendlichen keine erlebbare Reaktion stattfindet. Auch das ist ein Faktor, mit dem wir uns näher beschäftigen müssen, dass wir das Kommunikationsgleichgewicht und das Vertrauen der jungen Generation in die Erwachsenenwelt empfindlich aus dem Gleichgewicht gebracht haben, durch viele Diskussionen, bei denen jeder 14-Jährige versteht, dass die gerade irgendwie nicht zielgerichtet sind. Und dann haben wir natürlich die psychosozialen Folgen der Maßnahmen. Und da ist es so, wie Michael gerade schon gesagt hat, es gibt sowohl den Impact der Maßnahmen, die restriktiv sind, als auch den Impact der Öffnung. Ich hatte gerade das Thema Quarantäne schon mal angesprochen als ein Beispiel. Also Schulen schließen hat einen gravierenden Einfluss auf die Bildungssituation, auf die wirtschaftliche und familiäre Tagesstruktur und Sicherheit einer Familie. Schulen bei unsicherer Lage öffnen, aber genauso. Das heißt, das Ganze ist ein sehr, sehr dynamischer Prozess, den wir verstehen müssen. Und wenn Elvira jetzt noch ein letztes Mal klickt, dann möchte ich hier noch mal ganz kurz 4 Aspekte nur nennen, die wir in der Prävention aktiv angehen sollten. Nicht nur in dem Sinne, dass wir sagen, yo, die Kinder und Jugendlichen leiden, also ist unser Ergebnis, Pandemie ist scheiße. Das wussten wir ehrlich gesagt auch vorher schon. Also im Herbst 2019 hat ein amerikanischer Psychologe Stephen Taylor ein Buch herausgegeben, die Pandemie als psychologische Herausforderung, wo er genau das sagt. Es werden Pandemien kommen und die werden scheiße. Also das ist keine Erkenntnis der Covid-19-Strategie, sondern wir müssen gucken, was müssen wir machen. Und da möchte ich besonders hervorheben, dass Studien gezeigt haben, die Veränderungen der Tagesstrukturen in Familien. Und da, je schwieriger die Struktur einer Familie vor der Pandemie, desto stärker die Folgen. Wir haben die Bildungs- und Schulsituation als einen großen Aspekt. Wir haben emotionale Folgen, Angst, Depressivität und das Gefühl von Einsamkeit. Und als letztes, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist die wirtschaftliche Sicherheit von Familien. Das, was Kinder und Eltern vor allen Dingen brauchen, sind sichere Eltern. Und ich sage es mal so, im Moment fahren wir eine Strategie, dass wir den Schutz vor dieser Krankheit der Bevölkerung übergeben haben. Und diesen Schutz nutzen zu können, das muss man sich leisten können. Wenn ich ein prekäres Arbeitsverhältnis habe, mit dem ich theoretisch morgen früh auf der Straße sitze, dann gehe ich auch mit Halsschmerzen zur Arbeit und dann schicke ich auch mein Kind in die Kita. Weil ich diese Entscheidung, die wir offenstehen haben, gar nicht. Es ist eine Scheinentscheidung. Und da müssen wir ganz stark drauf zielen. Und damit möchte ich meine 5 Minuten, es sind 6 geworden, okay, aber mit 4 Hypothesen, die ich einfach nur mal in den Raum stelle, beenden. Letzter Klick. Die Pandemie hat insgesamt einen schwierigen Einfluss auf junge Menschen. Dieser ist nicht auf einen Faktor zurückzuführen und auch nicht durch eine Maßnahme zu beheben. Also wer glaubt, Schulöffnung sei das der Schlüssel zur Glückseligkeit der Kinder und Jugendlichen, der erinnert sich entweder nicht mehr an seine eigene Schulzeit oder hat diese Pandemie nicht verstanden. Unsicherheit ist für Familien die schwierigste Ausgangsbedingung. Wir brauchen eine klare Sicherheit und eine Perspektive für Familien und eine Priorisierung auf die Bedürfnisse junger Menschen. Und das Bedürfnis ist nicht Mathe, Deutsch, Englisch. Das Bedürfnis sind soziale Kontakte. Das Bedürfnis ist Sicherheit. Das Bedürfnis ist das Gefühl, Teil in der Gesellschaft und mitgenommen zu sein. Also auch über Partizipation müssten wir an der Stelle dringend mal sprechen. Und um das umzusetzen, müssen wir alle, und zwar wirklich alle Optionen nutzen, die möglich sind, um junge Menschen einerseits zu schützen und sie zu unterstützen. Und da freue ich mich drauf, wenn wir nachher noch Zeit und Lust haben, das miteinander zu diskutieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Menno. Ich schließe an und Sie werden jetzt einige der Motive wiedererkennen, die Sie bereits bei Michael Mayer-Herrmann, aber jetzt auch bei Menno Baumann gehört haben, weil sich nämlich einiges wiederholt im Sinne von Ursache und Wirkung. Ich möchte jetzt einen Blick drauf werfen auf die Pandemie als ein Problem der sozialen Ungleichheit und der sozialen Ungerechtigkeit. Diskutiert wird das in der Öffentlichkeit vor allem mit Blick auf die Maßnahmen. Also was sehr stark immer im Vordergrund stand, war, welche sozial ungleichen Auswirkungen haben eigentlich die Maßnahmen. Und dabei ist in den Hintergrund getreten, dass natürlich auch die Krankheit Covid an sich ein Risiko hat, was sozial extrem ungleich verteilt ist. Was bedeutet das? Also wenn wir uns Daten anschauen, heißt es zum Beispiel, dass jemand, der von Hartz IV lebt, ein deutlich höheres Risiko hat für einen schweren Verlauf als jemand, der berufstätig ist. Und Sie sehen
eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine schwere Erkrankung, auch bei Menschen, die zum Beispiel seit kurzer Zeit arbeitslos sind. Und das steigert sich dann eben, je nachdem, wie lange man in dieser sozial schweren Situation, sozioökonomisch schwierigen Situation ist. Das heißt, worum es uns auch geht, ist immer zu zeigen, dass die Krankheit und die Maßnahmen unterschiedliche Menschen unterschiedlich treffen. Das bedeutet, dass diese Strategie, die wir gefahren haben, die Michael Meyer-Hermann beschrieben hat, eben auch die sozioökonomischen Auswirkungen der Pandemiebekämpfung und der schlecht kontrollierten Pandemie eben sehr stark verstärkt haben. Und was heißt das? Sie treffen unterschiedliche Menschen unterschiedlich. Das heißt, dass die Auswirkungen sich unterscheiden, je nachdem, welcher sozioökonomischen Schicht man angehört. In den USA hat man das gesehen, je nachdem, welcher Ethnie man angehört. Ja, weil damit eben auch bestimmte Wohnsituationen einhergehen, damit gehen bestimmte besonders exponierte Berufe einher. Und wir haben ein ähnliches Bild in Deutschland, trotz sehr, sehr schlechter Datenlage, weil zum Beispiel immer noch nicht systematisch erhoben wird, in welchen Berufen sind eigentlich die Personen tätig, die sich eben verstärkt infizieren. Sie haben sehr stark generational unterschiedliche Auswirkungen, das hat Männer schon angesprochen. Und je nachdem, in welchem Wirtschaftssektor die Menschen tätig sind, konnten sie eben die ganze Zeit tätig sein oder haben einfach ihre Berufstätigkeit verloren. Selbst wenn sie in Kurzarbeit waren, bedeutet es eben auch, dass sie ihre Tätigkeit nicht ausüben können, wodurch für viele ja auch ein entscheidender Lebensbereich einfach weggefallen ist. Ja, das hat man zum Beispiel auch von vielen Friseurinnen gehört, dass einfach das Gefühl, nicht arbeiten zu können, auch unabsehbarer Zeit ja auch sehr belastend ist. Und woraus also ankommt, ist auch zu sehen, dass eben ein hohes Risiko für bestimmte Berufe besteht, zu erkranken. Da sind eben nicht die 40%, die im Homeoffice sind, sondern die 60% der Gesellschaft, die immer noch Tätigkeiten haben, die eben nicht von zu Hause aus ausgeübt werden können. Sie sehen das Risiko in Wohngegenden und ich begrüße das sehr, dass jetzt Daten veröffentlicht werden, dass man eben zum Beispiel wie in Hamburg oder in Köln oder ich glaube auch in Dortmund jetzt die Inzidenz nach Stadtteilen erhebt. Und da, wo eben die Menschen stark segregiert wohnen, das heißt, da, wo sie ökonomisch starke und ökonomisch schwache Stadtteile haben, können Sie das auch genau sehen, dass die Inzidenz in bestimmten Hamburger Stadtteilen bei 1 liegt oder bei 0 und in anderen liegt sie bei 500. Und das ist natürlich kein Zufall, sondern das ist ein Resultat aus Berufen, Wohnverhältnissen und eben auch Schulen, die zum Beispiel sehr viel schlechter Distanzunterricht machen können, und die auch gleichzeitig sehr viele systemrelevante Kinder haben, die eben in die Betreuung gehen. Das heißt, wenn wir uns angucken, wo gab es Ausbrüche in Schulen, ist es eben auch kein Zufall, dass es in bestimmten Stadtteilen der Fall gewesen ist. Gleichzeitig haben sie dann durch diese verlängerte Pandemie, die wir hier in Deutschland haben, weil wir sie nicht vorher in den Griff gekriegt haben, auch die Kosten der Kita- und Schulausfälle, die genau diese Kinder treffen, die in den Familien sind, die auch die Krankheit schwieriger trifft. Das heißt, was wir hier haben, ist, dass diese Wirkungen sich verstärken und eben auch akkumulieren über Zeit. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, irgendwann werden die ganzen die Bazooka-Maßnahmen, die Scholz beschlossen hat und auch umgesetzt hat, irgendwann wird das Geld wieder reinkommen müssen. Und wir wissen einfach, dass diese Austeritätspolitik, die noch kommt, das heißt, diese Einsparungen werden vermutlich wieder im sozialen und im Bildungsbereich stattfinden. Das heißt, dadurch, dass wir so eine lange Pandemie haben, bedeutet es eben auch, dass die Kosten gestiegen sind. Und das bedeutet auch, dass später mehr gespart werden muss, was wiederum die Menschen trifft, die jetzt schon von der Krankheit, aber auch von den Maßnahmen stärker getroffen waren. Was bedeutet das also mit Blick auf die Strategie? Oh, jetzt habe ich auf Menno geklickt. So, da wollte ich hin. Was wir hier sehen, ist die Grenzen der Eigenverantwortung, die immer wieder betont wird. Ja? Aus unterschiedlichen Gründen, sei es jetzt Beruf, sei es Wohnsituation, sei es fehlendes Verständnis für bestimmte Gesundheitsmaßnahmen, können sich bestimmte Menschen nicht schützen. Das heißt, wenn wir eine Hochinzidenzstrategie haben, bedeutet es gleichzeitig, dass diese Menschen auch der Pandemie ausgeliefert werden. Und das ist das, was Sie eben in den Stadtteilen sehen. Das ist aber auch das, was wir zumindest anekdotisch von den Intensivstationen hören. Ja, das heißt, was wir brauchen, ist eine niedrige Inzidenz, weil diese niedrige Inzidenz dann auch tatsächlich die Menschen schützt, die eben, weil ihr Arbeitgeber sie nicht schützt, sich selbst nicht schützen können. Was wir also gemacht haben, ist, wenn wir die Maßnahmen reduzieren, bedeutet das, dass wir die Pandemie schlecht eindämmen. Das heißt, wenn wir zu früh öffnen, lassen wir die Pandemie laufen, verlängern wir damit die Pandemie und wir verstärken die ungleichen Auswirkungen, die ich eben angesprochen habe. Und wenn wir eine konsequente und nachhaltige Niedriginzidenzstrategie
anwenden, also die, für die noch Covid steht, bedeutet es beides. Das bedeutet, dass wir zum einen das Krankheitsrisiko reduzieren für diese Gruppen. Das bedeutet aber auch, dass die Maßnahmen ja schneller aufgehoben werden können. Das heißt, dass die Schulen und die Kitas zum Beispiel früher öffnen können. Das bedeutet auch, dass Sozialdienste wieder leichter zugänglich sind. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, dass eben die Niedriginzidenzstrategie Synergien produziert und eben keine Konflikte. Was ich so wahrnehme in der Öffentlichkeit, dass man oft denkt, wenn wir jetzt eindämmen, dann tun wir wieder den sozial benachteiligten Gruppen Unrecht, dann trifft es sie ja am meisten und sieht in dem Moment aber nicht, dass man ja dadurch die Pandemie verstärkt und dass das auch was ist, was sie trifft und wiederum dann in der Folge zu Maßnahmen führt und so weiter und so fort. Also der Jojo trifft sozioökonomisch schwächere Gruppen besonders stark, eben durch diese zwei Schienen, sowohl durch die Maßnahmen, aber auch durch die Krankheit. Und damit gebe ich ab an Markus Beyer, der uns als Arzt nochmal eine andere Perspektive drauf bieten kann. Ja, vielen Dank. Ich möchte die ambulant-medizinische Perspektive einführen und warum auch die Erfahrungen und die Zahlen in diesem Bereich geradezu nach einer Niedrig-Inzidenz-Strategie rufen. Sie müssen bedenken, dass etwa 9 von 10 Covid-19-Patientinnen und Patienten im ambulanten Bereich betreut werden. Das heißt, wenn wir jetzt von einer derzeit Infektzahl von 3,4 Millionen ausgehen, können Sie sich ausrechnen, wie viele davon im ambulanten Bereich betreut wurden und dass unsere Teams hier auch seit vielen Monaten mit Testen, mit Impfen, mit allem an überhaupt der Leistungsgrenze unterwegs sind. Und dass das insgesamt nicht nötig wäre, darauf haben die Kolleginnen jetzt hingewiesen. Aber es gibt auch medizinische Beobachtungen im ambulanten Bereich, die unbedingt uns in Richtung Niedriginzidenz bringen sollten. Es hängt damit zusammen, dass wir jetzt aktuell zwar sehen in den testpositiven Fällen, dass natürlich die geimpften Gruppen über 70 in der Inzidenz keine große Rolle mehr spielen. Das ist erfreulich, das ist eine weitere Werbung, schnell viel zu impfen. Aber wir sehen, dass eben die Kontakte in der mittleren Altersgruppe und auch bei den Jugendlichen, die ja da sind, die ja auch von unserer Strategie gewünscht sind, es wurde dargestellt, deutlich höher sind. Also wir sind in vielen Regionen hier jenseits der 200 konstant unterwegs, was die Inzidenzen betrifft. Und warum ist das ein Problem? Es wurde ja immer so ein bisschen suggeriert, naja, wenn wir die Alten geschützt, geimpft, wie auch immer haben, dann haben wir kein Problem, weil dann ist Covid-19 ja doch wieder nur wie eine Grippe. Und dem ist nicht so. Also das zeigen die Zahlen. Und ich habe jetzt hier bewusst die Zahlen genommen, die bei Patientinnen und Patienten erhoben wurden, die nur leichte Symptome hatten und nicht bei den schweren Fällen. Bei den schweren Fällen ist es so, dass man davon ausgehen muss, dass nach 3 Monaten etwa jeder zweite noch schwerste Symptome hat. Bei den Patientinnen und Patienten mit leichten Covid-Symptomen ist es aber immer noch so, dass nach 4 bis 7 Monaten immer noch 13 bis 15% Einschränkungen haben mit Schwäche und der sogenannten Fatigue-Symptomatik, einem Problem, das wir sowieso bisher in der Gesellschaft völlig ausgeblendet haben, was es schon immer gibt und das jetzt eben nochmal potenziert wird. Und auch Luftnot, Leistungseinschränkungen kognitiver Art und so weiter und so fort. Also man sollte diese Zahl bitte unbedingt immer mitdenken, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt steigende Fälle in der jüngeren Bevölkerung und sehen Sie auch die Zahlen, dann müssen wir immer mitdenken, dass von diesen Infizierten, vielleicht nie schwer Erkrankten, dann aber doch 10 bis 15% in eine Long-Covid-Symptomatik laufen mit allen sozialen, ökonomischen und persönlichen Problemen. Und dies ließe sich eben durch eine Niedriginzidenzstrategie auch am allereffektivsten behandeln. Ein Side-Effekt sei noch genannt, vielleicht später für die Fragen. Das ist das sogenannte PIMS-Syndrom. Also das sind schwere Entzündungsgeschehen bei Kindern. Es sind aktuell dokumentiert nur wenige, in Anführungszeichen 100 Fälle in Deutschland. Aber
Diese nehmen extrem zu, seitdem die Covid-19-Pandemie bei uns ist. Also auch hier ein Geschehen, das wir auf dem Schirm haben sollten und an dem wir unsere Strategie ausrichten sollten. Und was im ambulanten Bereich auch wichtig ist, und das ist auch der Übergang zum öffentlichen Gesundheitsdienst und zu Ute Teichert, ist, dass individuelles Verhalten eine sehr große Rolle spielt, neben der Strategie und der Planung der Maßnahmen, dass es sehr wichtig ist, vielleicht mal der Übergang zur nächsten Folie, dann sieht man das schon, dass wenn ein geringes Symptom auftritt, dass es ganz wichtig ist, in der Kommunikation und im Bewusstsein den Menschen klarzumachen, dass dann eine Selbstisolierung und eine schnellstmögliche Testung wichtig ist, damit die Pandemie sich nicht ausbreiten kann. Wenn wir alles so laufen lassen, auch ganz individuell, wie wir es jetzt tun, dass erst nach 4-5 Tagen überhaupt ein Testergebnis vorliegt, dann ist eben in der hoch ansteckenden Phase schon ganz viel an Ansteckung erfolgt. Und das ist individuell ein Problem, das habe ich dargestellt. Und es ist natürlich für eine Gesellschaft und für ein Gesundheitssystem und für einen öffentlichen Gesundheitsdienst auch ein sehr großes Problem. Und wie man auch dieses strukturelle Problem angehen kann, da würde ich jetzt an Ute Teichert übergeben. Ja, sehr gerne. So geht das Hand in Hand, wie Sie sehen, auf dieser Folie. Die Gesundheitsämter kommen sozusagen auch erst ins Spiel, wenn die Laborergebnisse positiv sind. Und wir sehen das hier ja auch. Das dauert natürlich ein paar Tage. Erst muss man Symptome bemerken, dann muss man einen Test machen und erst dann landet das beim Gesundheitsamt. Das heißt, dieser ganze Prozess dauert einfach zu lange. Da ist es eben ganz wichtig, in die Kommunikation reinzugeben, den Menschen schon vorzeitig mitzuteilen, wenn sie ein positives Testergebnis haben, wie sie sich da verhalten sollen, nämlich direkt isolieren bis zum Bestätigungsergebnis. Und das wird jetzt nochmal sehr deutlich bei den ganzen Schnelltests, die jetzt gemacht werden, weil da sich tatsächlich viele auch falsch verhalten, weil sie gar nicht einsortieren können, was ist der Unterschied zwischen einem Schnelltest und einem PCR-Test. Es gibt Kontaktpersonen auch oder Menschen, die Symptome haben, die dann sagen, naja, jetzt mache ich erstmal zu Hause einen Schnelltest und guck mal, wie das ist. Ach Mist, der ist positiv. Naja, dann gehe ich noch zu jemand anders und mache auch da einen Schnelltest. Ach, der ist auch positiv. Naja, muss ich das vielleicht dann doch mal prüfen lassen. Also das zeigt nochmal, wie ganz wichtig dieses Verhalten ist und die Kommunikation, die wir vorher betreiben müssen, um die Menschen mitzunehmen und ihnen auch klar zu machen, worum es geht. Denn in diesem Prozess ist es ganz wichtig, dass wir schnell sind. Und ein Teil davon ist ja sozusagen ab dann, wenn es im Gesundheitsamt einläuft, ja, vielen Dank, dann sind die Gesundheitsämter dran. Und es ist möglich, wenn wir diese Zeitdauer reduzieren, dass wir dann auch ein sinnvolles Tool in der Hand haben, um schneller zu den Niedriginzidenzen zu kommen. Das ist eigentlich der Witz an der Geschichte. Das heißt, ein ganz dringender Appell geht eben dahin, dass wir uns diesen Zeitprozess und diesen Faktor angucken, um zu gucken, dass wir da Zeit gewinnen. Und da komme ich jetzt mit den Gesundheitsämtern nochmal ins Spiel, wenn wir die nächste Folie sehen. Genau, wir wissen alle, die Gesundheitsämter sind schlecht aufgestellt, schon seit Jahren. Das ist nicht neu, hat sich aber in der Pandemie deutlich verstärkt. Und tatsächlich ist das ein Punkt, an dem man noch dringend arbeiten muss. Wenn man den Kontaktpersonen-Nachverfolgungsprozess beschleunigen will, um damit schneller zu niedrigeren Inzidenzen zu kommen und dazu beizutragen, muss man tatsächlich jetzt auch hingehen und die Gesundheitsämter weiter aufstocken, sowohl im personellen Bereich als natürlich auch das Thema Digitalisierung im ÖGD. Sie kennen das, da ist schon sehr viel auch in den letzten Wochen und Monaten in den Medien transportiert worden. Meine Botschaft ist, es muss auf jeden Fall weiter daran gearbeitet werden. Die Ausrollung der digitalen Tools ist noch längst nicht flächendeckend erfolgt. Wir verlieren da noch viel zu viel Zeit. Und das ist ein ganz wesentliches Problem, das würde ich Ihnen auch gerne nochmal mitnehmen. Genauso wie ich zum Schluss nochmal gerne was zum Thema Impfungen sagen möchte. Wir haben es am Anfang des Vortrages ja schon gehört. Natürlich ist es toll, dass jetzt so viele geimpft sind. Aber wir müssen uns, glaube ich, ganz klar angucken, wie geht es weiter. Und da würde ich einen Link setzen wollen, ein bisschen den Horizont etwas zu erweitern.
selbst wenn alle geimpft sein sollten am Tage X im Sommer, werden wir das Thema Impfen auch weiter bewegen müssen. Es wird als nächstes sicher kommen, dass Nachfolgeimpfungen kommen müssen, also Auffrischungsimpfungen. Im Moment wird ja überlegt, dass man nach einem halben Jahr damit anfängt, sprich die ersten Impfungen sind Ende Dezember, Anfang Januar in Deutschland gelaufen. Das spricht, im Sommer müssten wir schon diesen Prozess andenken der Auffrischungsimpfung. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Deswegen sollten wir auch alle Möglichkeiten, die wir haben zum Impfen, nutzen. Ich freue mich sehr, dass demnächst auch die Betriebsärzte mit reinkommen. Wir haben gesehen, welchen Schub es jetzt gegeben hat, als die Hausärzte und die Arztpraxen mit reingekommen sind. Aber ich glaube, wir müssen auch die Impfzentren weitererhalten, weil wir müssen alle ans Impfen bringen, denn das wird uns noch länger beschäftigen. Und ganz entscheidend ist mir der Punkt, dass wir auch dran denken müssen, wie kriegen wir die Kinder und Jugendlichen geimpft. Wir hören jetzt, dass Impfstoffe zugelassen werden können. Ich glaube, dass es sicherlich nicht möglich ist, das ausschließlich über die Kinder- und Jugendärzte zu impfen. Dazu haben wir viel zu wenige und die Arztpraxen sind ja auch ausgelastet. Das heißt, wir müssen ganz schnell auch überlegen, wie kriegen wir diese Personengruppen schnell geimpft. Und da bin ich der Meinung, wir müssen die aufsuchen im Setting. Wir müssen in die Schulen, in die Kitas gehen, dort aufsuchende Impfungen anbieten. Das gab es früher schon mal, als der öffentliche Gesundheitsdienst besser aufgestellt war. Wer da der eine oder andere kennt das noch, da kamen Impfärzte in die Schulen. Ich glaube, dass das ein gutes Konzept wäre, mit dem man jetzt diese Geschichte angehen könnte. Aber das muss jetzt geplant werden. Wir haben schon Mai. Also die Zeit rennt uns ein bisschen unter den Fingern davon. Und als letztes möchte ich gerne noch eingehen auf das Thema Privilegien für Geimpfte. Auch das wird ja im Moment sehr heiß diskutiert. Es gibt ein großes Problem an der Geschichte. Ich glaube, wir sollten erstmal uns darüber unterhalten, wie wir die Nachweise für die Impfungen, für die erfolgreich durchgeführten Impfungen erbringen können. Denn wenn wir jetzt sozusagen sagen, Geimpfte brauchen keine Testergebnisse mehr, können überall hingehen und so weiter und so fort, dann verlagern wir diese Diskussion auf die Menschen, die im Geschäft oder im Friseur oder wo auch immer diese Impfzertifikate prüfen müssen. Und glauben Sie mir, das ist nicht einfach. Die Impfzertifikate, die werden unterschiedlich gemacht. Wie sollen die Leute unterscheiden, welcher Zeitraum, ob die Impfung jetzt gültig ist oder nicht, sind auch schon 14 Tage abgelaufen, mit welchem Impfstoff, ist der richtige Impfstoffabstand zwischen den beiden Impfungen eingehalten, was ist, wenn jemand erst mit Astra und dann mit BioNTech geimpft ist, muss ich das auch, wird das anerkannt, wird das auch im Ausland anerkannt, wenn wir das Ganze als Reisezertifikat sozusagen ansehen und wie ist das zu handeln? Deswegen wäre mein dringender Wunsch, und das gebe ich einfach nochmal in die Runde, dass wir ganz schnell dazu kommen, dass wir ein gültiges, bundesweit gültiges Impfzertifikat gerne auch digital haben, was leicht ist für die Menschen, die keinen medizinischen Hintergrund haben, zu entscheiden, aha, die Impfung ist jetzt durchgeführt oder nicht. So, und in dem Kontext muss man dann auch überlegen, was passiert mit den 7 Millionen, die jetzt schon vollständig geimpft sind. Die müssen ja dann auch noch ein neues Zertifikat bekommen. Das sind alles logistische Fragestellungen, die ich für den Augenblick für sehr wichtig halte. Und deswegen wollte ich Ihnen die gerne zum Abschluss nochmal mitgeben. Ich glaube, wir sind jetzt einmal sozusagen die Runde durch im Schweinsgalopp. Und ich gebe dann weiter an Melanie Brinkmann. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt tatsächlich nur einen Satz zum Schluss sagen wollen, weil wir hier hoffnungslos überzogen haben. Ich würde das Ganze gerne noch mal etwas größer einordnen, etwas globaler. Diese Pandemie ist erst vorbei, wenn weltweit viele Menschen geimpft sind. Wir haben große, große Probleme. Schauen wir gerade mal nach Indien. Indien ist ist das Land, was die meisten Impfstoffe produziert. Dieses Land hat gerade massive Probleme. Sprich, diese Probleme verlagern sich auf den Rest der Welt. Und von daher, ein weiteres großes Problem ist das Auftreten von neuen Virusvarianten. Wenn wir diesen Virus freien Lauf lassen, und das tun wir, indem wir hohe Inzidenzen haben, indem wir in manchen Ländern mit dem Impfen nicht hinterherkommen, dann laufen wir in die Gefahr, dass wir neue Virusvarianten bekommen, die uns wieder neue Probleme machen. Also eine neue Pandemie auf die bestehende Pandemie bekommen. Und das müssen wir verhindern. Von daher lohnt es sich jetzt mit aller Kraft, Strukturen zu implementieren, diese niedrige Inzidenz
aufrechtzuerhalten. Dazu zählt eine intelligente Teststrategie, die wir weiterhin benötigen werden. Aber ich würde jetzt hier einmal schließen wollen und dann können wir das ja in der anschließenden Diskussion gerne noch besprechen. Und ich bedanke mich jetzt bei allen für das geduldige Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank für die tollen Inputs. Ich bin mir sicher, wir haben alle super interessiert gelauscht. Und ich sage auch vor allem danke für den globalen Solidaritätsappell am Schluss. Der war, denke ich, nochmal richtig, richtig wichtig. Und danke an Julia Hamburg von der Grünen Fraktion Niedersachsen, dass du dieses Hearing überhaupt organisiert hast. Mein Name ist Katharina Schulze. Ich bin die Fraktionsvorsitzende aus dem Bayerischen Landtag von den Grünen. Und ich habe folgende zwei Fragen. Frau Professorin Brinkmann, Sie haben so schön gesagt, wir können uns noch nicht in Sicherheit wiegen. Da stimme ich Ihnen zu. Aber ich möchte hier schon noch mal kurz einwerfen, man darf sich auch mal kurz freuen, dass die Zahlen wenigstens etwas sinken. Ich glaube, das ist psychologisch auch total wichtig, dass wir uns alle da auch bewusst machen, wenn wir jetzt weiter impfen und uns impfen lassen, dann wird es gleich noch besser. Meine erste Frage ist, wie schätzen Sie das ein, wenn es ausreichende Schutzmaßnahmen gibt? Und darunter verstehe ich regelmäßige Tests, Maskenpflicht, Wechselunterricht, geimpfte Grundschullehrkräfte, größere Räume oder Unterricht draußen. Welche konkreten, und jetzt nicht so niedrige Inzidenz wäre gut, aber welche konkreten Perspektiven, bei welcher Inzidenz würden Sie für Kinder, und ich spezifiziere es nochmal, für Grundschulkinder in unserer Gesellschaft in den nächsten Wochen sehen? Wenn Sie da noch ein paar Takte sagen können, wäre ich Ihnen super dankbar. Und die zweite Frage ist eine ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Uns Grünen ist es ja immer wichtig, vorausschauend zu arbeiten. Mit was müssen wir Politikerinnen und Politiker uns aus Ihrer Sicht am besten schon heute beschäftigen für den kommenden Herbst? Menno, meldest du dich? Ja, vielleicht fange ich einfach mal mit der ersten Frage an. Wir sammeln die Fragen. Ach so, okay. Ich wollte jetzt nicht, weil einfach wegen der Zeit, ich glaube, meine KollegInnen haben von den anderen Fraktionen auch noch Fragen und wir haben uns so eine Liste überlegt. Ich glaube, da musste sich gerade noch jemand entstummen. Petra, magst du anstummen? Petra, du bist nicht entstummt. Also wir machen jetzt alle Fraktionsvorsitzenden einmal durch, jeweils mit zwei Fragen und danach kriegen sie einen Antwortblock und dann gehen wir in das Interne, wo wir ja auch noch vertiefter dann Punkte besprechen können. Das heißt, gerne kurz und knapp dann auch. Jenny, dann mach du doch schon mal weiter und Petra schließt sich dir dann einfach an und guckt jetzt, wie sie das Mikrofon entstummt. Ja, herzlich gerne. Also erstmal natürlich auch von mir einen großen Dank für die spannenden Vorträge bzw. die Inputs. Meine Frage, also ich begrenze es auf eine. Die würde ich ganz gerne darauf nochmal fokussieren, wie wir auch wirklich mit dieser schwierigen Situation von Kindern und Jugendlichen in den kommenden Wochen umgehen. Ich glaube, dass wir in eine sehr schwierige kommunikative Situation kommen, in dem Moment, wo in den nächsten Wochen einfach schon viele Leute ihre Zweitimpfung erhalten haben und eben auch die Grundrechtseinschränkungen für diese Personen zurückgenommen werden. Da kommen wir nach meiner Einschätzung in eine Situation, in der die Kontrollierbarkeit auch von Kontaktbeschränkungen, die dann für alle anderen möglicherweise gelten, kommen. Und in dieser Situation, wo dann viele Menschen, die sich geimpft sind, draußen zum Beispiel aufhalten können, aber für Kinder und Jugendliche das dann nicht gilt, weil sie einfach in diese Gruppe nicht reinkommen. Da würde mich mal interessieren, wie Sie das einschätzen hinsichtlich der Infektionsgefahr draußen an der frischen Luft. Weil wir kommen ja jetzt zum Glück in die wärmere Jahreszeit und viele werden das Bedürfnis haben, vielleicht nicht jetzt gerade, aber in den kommenden Wochen, sich auch draußen aufzuhalten. Und da finde ich, ist es mindestens eine Überlegung wert im politischen Raum, ob man die Kontaktbeschränkungen draußen nochmal anders bewertet als drinnen und damit vielleicht auch für Kinder und Jugendliche etwas mehr möglich macht, als das bisher der Fall war. Da würde ich einfach gerne nochmal um Ihre Einschätzung bitten, ob das auch aus Infektionsüberlegungen heraus sinnvoll ist, diesem Gedanken auch weiter nachzugehen. Ja, dann habe ich es jetzt geschafft, mich zu entstummen und schließe mich dem jetzt an. Petra Buttke, Fraktionsvorsitzende in Brandenburg, und auch von uns nochmal wirklich
ein ganz großes Dankeschön an alle Beteiligten. Ich glaube, das war wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit eine sehr dichte Informationskette, die wir hier präsentiert bekommen haben, mit vielen wichtigen Anregungen auch nochmal für unsere Arbeit. Und ich möchte zwei Fragen noch ergänzen zu denen, die jetzt schon gestellt worden sind. Das eine ist die Impfstrategie. Wir haben es ja am Anfang auch noch mal gehört, impfen, impfen, impfen ist der Weg raus. Jetzt sind wir aber immer natürlich noch konfrontiert mit dem Problem, viel zu wenig Impfstoff zu haben. Und wir haben es ja jetzt im Rheinland, in Köln zum Beispiel gesehen, wo ein Paradigmenwechsel vorgenommen wurde und dann gesagt wurde, wir impfen jetzt erstmal eben ganz gezielt in den sozialen Brennpunkten. Ist das eine gute Idee? Oder auch zu sagen, zum Beispiel, wir impfen jetzt, sobald wir den Impfstoff für Kinder und Jugendliche haben, zuallererst ganz gezielt in Schulen, um da eben wieder das alltägliche Leben zu ermöglichen. Und die zweite Frage, die ich noch mal stellen würde gerne, ist, es ist ja klar, wir können jetzt die Entscheidung nicht immer nur an einen Wert koppeln. Das wurde am Anfang ja auch noch mal dargestellt. Also da ist einmal eben dieser 100er Inzidenzwert. Das andere ist aber ja der R-Wert, der auch kritisch gesehen wurde durchaus. Und das dritte ist die Belastung der Intensivbetten. Also woran, an welchen Werten sollen wir uns eigentlich orientieren, wenn wir jetzt über Öffnungsschritte auch nur nachdenken? Dankeschön erstmal. Dann würde ich da anschließen. Herzlichen Dank auch von meiner Seite, Josefine Paul, Fraktionsvorsitzende aus NRW. Ich kann auch anschließen an die schon gestellten Fragen, und zwar auch vor allem in Bezug auf die Situation von Familien und jungen Menschen und wie die besser unterstützt werden können. Denn wir erleben ja, dass es ja durchaus auch nachvollziehbarerweise auch hohe Ermüdungserscheinungen gibt, sowohl bei den jungen Menschen selber, weil sie es halt leid sind im Grunde genommen, als auch bei den Familien, die eben sehr stark belastet sind. Und da spielt ja auch die Frage der Verlässlichkeit eine Rolle. Also wie bekommen wir es jetzt hin, dass wir verlässlichere Strukturen, einen verlässlichen Rahmen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Familien schaffen? Und welche aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen da die derzeit, also welche Rolle spielen da Impfeffekte? Und welche psychologische Rolle spielen aus Ihrer Sicht möglicherweise eben auch derzeit durchaus in gewisser Art und Weise eine sinkende Tendenz bei den Inzidenzwerten, also auch um wirklich auch eine verlässliche Strategie hinzubekommen. Herzlichen Dank. Ja, jetzt schließe ich an. Ich bin Eka von Kalben, Fraktionsvorsitzende in Schleswig-Holstein. Und wir in Schleswig-Holstein leiden gerade ein bisschen unter dem Präventionsparadox. Wir haben einen sehr hohen Druck aufgrund niedriger Zahlen, möglichst viel zu öffnen und sind aber da sehr besorgt drüber, weil es auch einen Unterschied gibt im Hamburger Rand oder im Norden, je nachdem. Und da habe ich eine grundsätzliche Frage zu Ihrer Niedriginzidenzstrategie. Ich glaube, dass es gut ist, regional zu handeln, aber wir haben halt immer wieder Grenzsituationen, was ja auch ein Unterschied ist zu Insellagen. Und wie gehen wir damit um, wenn wir hier vielleicht strengere oder lockerere Maßnahmen haben als in anderen Regionen? Dazu gehören bei uns ja auch die Modellregionen, die wir machen für Tourismus mit sehr strengem Regiment, wo wir jetzt gerade am Überlegen sind, ob wir bei einer Inzidenz unter 50 das auch weiter ausweiten für den Außenbereich. Oder ist das dann genau das, was Sie auch immer wieder mit Besorgnis darstellen, sozusagen ein Signal, was ein falsches ist? Und die zweite Frage, das ist das Dilemma, in dem wir, finde ich, seit wir so einen Stufenplan haben, stecken, dass Kinder und Jugendliche bei uns eigentlich Priorität haben sollen, aber wir immer wieder in die Situation kommen, dass wegen der Ansteckung dann doch Schulen eher geschlossen sind als Golfplätze, sage ich mal, und dass das aus pandemischen Gründen sicher sinnvoll ist, aber aus gesamtgesellschaftlichen Gründen katastrophal. Und da habe ich auch noch nicht so eine richtige Antwort, auch nicht, wenn wir ganz weit runtergehen sozusagen mit den Fragen, mit den Zahlen. Und vielleicht eine ganz spezielle Frage noch bei Herrn Bayer, das hatte ich nicht ganz verstanden. Treten diese Post-Covid-Symptome bei Kindern auch auf, bei asymptomatischen Erkrankungen, sodass man also dann irgendwann überrascht ist, das Kind hatte Covid und hat eine Langzeiterkrankung davon? Dankeschön.
Ja, dann jetzt auch von mir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön aus Thüringen. Wir sind ja leider das Land mit den ganz hohen Zahlen. Und ich möchte mich vor allen Dingen auch für die praxisnahen Ausführungen von Frau Teichert bedanken, natürlich auch für alle anderen Inputs, weil die uns gerade ganz intensiv beschäftigen. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist ganz kurz, nämlich wie stehen Sie zu der Frage, ob Geimpfte weiter getestet werden sollten? Das ist bei uns gerade heiß in der Debatte. Und die zweite Frage ist, welche konkreten Maßnahmen empfehlen Sie denn, um die sozioökonomischen Problemlagen, die Sie ja beschrieben haben, die jetzt in der Pandemie noch mal verstärkt wurden, abzuschwächen? Ja, vielen Dank für die vielen Fragen. Und ich glaube, jetzt sind ganz viele verschiedene ExpertInnen nochmal adressiert. Und mit Blick auf die Zeit würde ich darum bitten, dass einfach ich jetzt aufrufe und dann kurze, knappe Antworten gegeben werden. Und wir alle wissen, dass wir in internen Hearings und Folgegesprächen dann die ganzen Fragen, die ja unfassbar komplex sind, auch noch vertiefen können. Und ich würde jetzt einmal beginnen mit Herrn Meyer-Hermann. Ja, vielen Dank. Wahrscheinlich, weil ich die Hand gehoben habe. Ich habe einfach die Hand gehoben, als eine Frage dabei war, die ich gerne beantworten wollte. Also ich habe zwei, drei Punkte, die ich zu einigen der Fragen sagen möchte. Das eine ist das Thema Impfstrategie und der Erfolg von Impfung und ist das der Weg raus? Wir müssen, glaube ich, etwas vorsichtiger die Auswirkungen der Impfung formulieren. Es gibt jetzt diverse Untersuchungen, die zeigen, dass man mit Impfungen alleine aus der Pandemie nicht rauskommt und es auch bei einer weitgehend geimpften Bevölkerung immer noch Gefahren für Ausbrüche gibt. Das liegt daran, dass der Anteil der Bevölkerung, der sich letztlich impfen lässt, nicht 100% ist und auch, dass die Wirksamkeit der Impfung nicht 100% ist. Und durch diese beiden Einschränkungen hat man immer einen Rest der Bevölkerung, der sich immer noch infizieren kann und der immer noch zu lokalen Ausbrüchen führen kann. Auch wenn die meisten Erkrankungen unter den Geimpften dann milde verlaufen, wird es immer einen Anteil geben in der Bevölkerung, der entweder aus Verträglichkeitsgründen oder aus welchen Gründen auch immer nicht geimpft ist und der dann immer noch vulnerabel ist. Also das Problem ist nicht komplett gelöst durch die Impfung. Und dann muss man auch im Blick haben, und das beantwortet die eine Frage, worüber müssen wir nachdenken, was im Herbst passiert? Es besteht immer die Gefahr von Escape-Mutanten. Escape-Mutanten im Sinne, dass die Impfung dann zu einem entweder noch kleineren Anteil wirkt, als es jetzt ist, oder überhaupt nicht mehr. Also im Moment sind die Zahlen, mit denen wir uns beschäftigen, laut einer Publikation, die in Cell erschienen ist, dass der Faktor, mit dem die Impfwirksamkeit reduziert ist, zwischen 2 und 8 liegt. Also 2 bis 8 Mal weniger Impferfolg mit der aktuellen Impfung, mit bereits existierenden Varianten. Also zum Beispiel die brasilianische Variante ist eine mögliche Gefahr in dem Zusammenhang. Und die ist auch in Deutschland schon vorhanden. Im Moment entwickelt sie sich nicht, weil die Transmissionswahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, also wie bei der B117. In dem Moment, wo man aber durch die Impfung die B117 zurückdrängt, wird auch die brasilianische Variante die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Also was ich sagen will, kurzer Sinn, ist, wir können uns auf der Impfung alleine nicht ausruhen. Das ist nicht genug, um die Pandemie dauerhaft unter Kontrolle zu bringen. Und dann wollte ich noch einen Punkt sagen zu den Niedriginzidenzen mit lokalen Grenzen. Das ist das Papier, was ich gezeigt habe auf meiner Folie, hat sich genau mit diesen Grenzen beschäftigt. Und da sind die Bewegungen zwischen den verschiedenen Kreisen berücksichtigt und eine Teststrategie vorgeschlagen, mit der man die Bewegungen zwischen den Kreisgrenzen kontrolliert und anschaut. Und man ist in der Lage, jedenfalls laut dieser Simulation, man ist in der Lage, die Niedriginzidenz in den jeweiligen Kreisen zu halten, trotz dieser großen Bewegung zwischen den verschiedenen Kreisen. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist das Thema Inzidenz als Kriterium. Ja, weil wir hier die Frage Inzidenz, R oder Bettenbelegung. Eine Sache möchte ich ganz klar sagen.
Die Bettenbelegung als Kriterium ist nicht nur zynisch, wie ich in meinem Vortrag schon gesagt habe, weil wir damit die Zahl der Toten maximieren, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten. Das ist also wirklich eine eigentlich grauenhafte Formulierung. Und ich finde es, Herr Lauterbach hat sie auch verwendet, und ich bin also sehr, sehr erschüttert darüber, dass es immer noch als Kriterium überhaupt im Raum steht. Es kommt erschwerend hinzu, dass wenn wir die Inzidenzen als Basis nehmen, wir die Zahl der Toten durch die Inzidenz perfekt vorhersagen können. Das heißt, die gesamte Information über die Zahl der Toten, die wir in 4 Wochen haben werden, steckt in der Inzidenz drin. Was für eine sinnvolle Idee ist es also, irgendetwas anderes zugrunde zu legen als die Zahl der Inzidenzen beziehungsweise den Verlauf der Inzidenzen? Das ist eigentlich das Zweite, was ich dazu sagen will. Also die Bettenbelegung ist einfach kein sinnvolles Kriterium, Punkt. Ja? Und weil es einfach nachhinkt. Wir kriegen die gleiche Information nur später. Warum sollten wir das tun? Macht keinen Sinn. So, aber die Inzidenz selbst ist auch nicht ausreichend. Entscheidend ist nicht die Inzidenz, sondern der Verlauf der Inzidenz. Wir müssen dafür sorgen, dass kontinuierlich die Inzidenz sinkt. Wenn wir die Maßnahmen so einstellen, dass sie immer weiter sinkt, dann kommen wir in den niedrigen Inzidenzbereich und haben langfristig wesentlich bessere Möglichkeiten und Chancen, mit wenig Kosten die Pandemie zu kontrollieren. Also der Verlauf der Inzidenz ist das Entscheidende, und damit ist es im Wesentlichen der R-Wert, der als Kriterium herangezogen werden sollte. Die erste Ableitung der Inzidenz wäre das Genaue, was man eigentlich braucht. Also wenn man sich an den Mathematikunterricht erinnert. Danke. Frau Teichert, jetzt zu der Frage Impfung, weil ich denke, Sie haben sich dazu gemeldet, auch noch ergänzend das Wort geben. Und Herr Brockmann, wenn Herr Meyer-Hermann noch Punkte offen gelassen hat, können Sie dann im Anschluss an Frau Teichert gerne zu der Frage der Inzidenz nochmal ergänzen. Ja, das mache ich sehr gerne, genau, Impfungen. Also Frau Wuttke, glaube ich, Sie hatten es angesprochen, ne, mit der Impfstrategie in Köln, mit den Hotspots. Ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist und dass es auch gut ist. In Köln machen die ja ein sehr regionales Geomonitoring der Daten. Das gibt es ja noch gar nicht überall. Das gibt uns aber einen guten Einblick darüber, wie entwickelt sich das tatsächlich lokal. Und wenn man dann gezielt in solche Hotspots reingeht, und das müssen ja nicht nur Stadtteile sein, das können ja auch andere Umgebungen sein oder auch Betriebe zum Beispiel, wo man sieht, dass sich Hotspots entwickeln. Und wenn man da gezielt Impfangebote macht, dann glaube ich schon, dass man da, dass das eine gute Reaktion ist. Natürlich muss der Rest auch weiterlaufen, aber das halte ich für sehr sinnvoll. Genauso wie ich denke, es war jetzt die Frage, was müssen wir planen? Ich habe es eben schon gesagt, wir müssen dringend planen, wie werden die Kinder und Jugendlichen geimpft? Ja, ich komme nochmal mit dem Vorschlag, wir impfen die in Kitas und Schulen. Und was mir noch ganz, ganz wichtig ist, ist eben auch testen. Auch da kam ja eben die Frage, ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, auch Geimpfte weiter zu testen. Nämlich gerade, wir haben es gehört, die Escape-Mutanten, die sehen wir ja sonst gar nicht mehr. Wir merken das ja sonst gar nicht, auch wenn Leute symptomlos sozusagen weitere Mutationen in sich tragen und wir testen die nicht mehr, dann fallen die unterm Radar durch und können das einfach weiter verbreiten. Zumal aus medizinischer Sicht eine Testung ist was völlig anderes als eine Impfung, ja, und ich kann fachlich sowieso nicht nachvollziehen, warum das plötzlich gleichgestellt werden soll. Das sind doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ja. Das ganz kurz dazu. Ja, vielen Dank, Herr Brockmann. Wollen Sie ergänzen oder ist Ihrer Sicht erstmal alles gesagt? Ich kann ganz kurz noch was ergänzen. Michael Meyer-Hermann hat eigentlich alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Ich wollte das nochmal unterstreichen, die Frage, die aus Schleswig-Holstein kam, mit diesen Bewegungen zwischen Gebieten mit einer hohen Inzidenz und solchen mit einer geringen Inzidenz. Das ist letztendlich, das zeigen auch die Daten, die Mobilitätsdaten. Wir haben zwar solche Bilder im Kopf noch aus dem Herbst und aus dem Winter von Menschenströmen, die dann, wenn das Wetter schön war, sehr viel unterwegs waren. Das ist aber, spielt letztendlich keine große Rolle, weil es im Vergleich zu allen Bewegungen und so weiter relativ gering ist. Das heißt, sozusagen diese Importrisiken aus Hochrisiko in Niedriginzidenzbereiche, sowas findet statt, aber es dominiert nicht das Infektionsgeschehen. Das wollte ich noch mal kurz sagen, aber auch noch ergänzend. Allgemein ist es so, da kamen ja einige Fragen, was man konkret machen kann. Ist es tatsächlich so, wenn man das Ziel Niedriginzidenz hat, dann kann man auch verschiedene Sachen tatsächlich ausprobieren. Also es kam die Frage, können sich Kinder jetzt, wenn das Wetter draußen ist, draußen treffen? Solange man
auf dem Schirm hat, dass man schnell reagiert. Also dass man nicht einen Plan in Beton meißelt, der dann 3 Monate gelten muss, bevor da, und dann muss man irgendwie, erst dann kann man wieder reagieren. Solange man schnell reagieren kann und auch in der Lage ist zu sagen, oh, das hat jetzt nicht funktioniert, also steuern wir schnell um, solange ist sowas möglich. Aber genau das ist der Punkt, den ich eingangs sagte. Wenn man schnell reagieren kann, und manchmal ist es dazu auch notwendig, dass man sagt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, also machen wir das anders. Solange das schnell funktioniert, ist es auch möglich, da Dinge auszuprobieren. Also wir befassen uns leider zu lange damit, ein Ranking aufzustellen, welche Maßnahmen funktionieren und welche nicht. Das also auch in der Vergangenheit. Da wird immer diskutiert, sollten wir das machen oder das machen. Wo finden die Kontakte statt oder wo finden die Transmissionen statt? Und diese ganze Ranking-Diskussion ist ein Nebenschauplatz. Wir müssen einfach, also man kann halt auch Dinge ausprobieren, wollte ich damit sagen, und sehen, wie das läuft. Ja, vielen Dank, Herr Bayer. Ich würde Ihnen, weil es eine gezielte Frage an Sie gab, einmal auch kurz das Wort zur Beantwortung geben und danach Frau Rosert und Herrn Baumann noch bitten, kurz was zu dem ganzen Komplex, also kurz, Sie wissen, es ist umfänglicher, aber trotzdem stringent, noch mal was zum Thema Kinder und Jugendliche zu sagen. Da gab es ja sehr viele Fragen. Und danach würde ich dann das öffentliche Hearing auch beenden und dann gehen wir danach in unseren internen Teil und freuen uns, mit Ihnen dann auch weiter im Austausch zu bleiben. Herr Bayer. Also zu dem Thema PIMS, also diesem Infektionsgeschehen bei Kindern, bei diesem Generalisierten wird sicher noch sehr viel geforscht werden müssen. Was man sagen kann, ist, dass es sich, wir hatten das in der Medizin schon immer gesehen, eins hieß zum Beispiel Kawasaki-Syndrom, was bei von anderen Virusinfektionen ausging. Dieses scheint schon anders und neu zu sein. Und auf die Frage bezogen, ja, es gibt auch Fälle, wo vorher kein anderer Infekt oder bemerkt wurde oder keine Infektsymptome und erst mit Auftreten dieser schweren Ganzkörperinfektion, möchte ich es mal nennen, wurde dann das Virus nachgewiesen. Was man zu dem Long-Covid, das habe ich vorhin vergessen, allgemein noch sagen sollte, ist, dass es eben auch stärker Frauen betrifft. Ich denke, diese Perspektive, ich weiß, dass Ihnen die wichtig ist, mir ist die auch wichtig, die sollte man auf den Schirm haben, wenn man über Strategien redet, dass Long-Covid mehr Frauen betrifft und man das dann auch in Kauf nimmt. Und ein Aspekt war noch, was sollen wir jetzt tun, was sollen wir für den Herbst tun? Ich glaube, das hängt zusammen. Wir haben jetzt mit den anstehenden Sommerferien oder Pfingstferien in den Bundesländern und Ende dieses Jahr etwas verkorksten Schuljahres die Möglichkeit, jetzt nochmal die Zahlen runter zu drücken, vielleicht mit einer Saisonalitätskomponente, um dann und dann auch zu impfen, auch die Kinder und Jugendlichen, wenn die Zulassung da ist, um dann im Herbst in einer anderen Situation zu sein. Also ich denke, das wäre mir ein Anliegen, dass man das zusammen eben sieht, die jetzige Situation und den Herbst. Meine, soll ich noch schnell das Sozioökonomische machen, dann übernimmst du den Schulbereich zum Schluss. Genau, Frau Rothebein, Sie hatten ja danach gefragt. Also ich würde vielleicht noch mal zur aktuellen Situation was sagen. Also zumindest kommen jetzt die Impfmobile und der erste Eindruck ist von Köln, dass es total gut angenommen wird. Das wirft nochmal einen anderen Blick auf diese ganze Stigmatisierung, die zum Teil damit einhergeht, dass man sagt, da ist die Inzidenz so hoch, so von wegen, die Menschen sind nicht interessiert und sind nicht informiert, aber die Impfmobile werden überrannt. Ja, das heißt, das ist definitiv eine Maßnahme, die man flächendeckend überall da einsetzen sollte, wo man eben beobachten kann, dass die Inzidenz so hoch ist. Was ich auch recht, ist, dass die Arbeitgeber so leicht davon kommen, also Stichwort Testpflicht, weil es überträgt sich dann natürlich in die Familien und es überträgt sich so über die Schulen. Das heißt, da würde ich auch nochmal definitiv ansetzen. Und das Thema Testpflicht sollte man immer noch stärker pushen und auch versuchen durchzusetzen. Zusätzlich zu den Impfmobilen sollte man auch nochmal über Testmobile nachdenken und damit einhergehend nochmal über andere Quarantänemöglichkeiten, was ja immer noch in Deutschland gegeben ist, dass man Quarantäneangebote außerhalb der eigenen Wohnung stellt. Weil es ist natürlich genau in diesen Stadtteilen das Problem. Die Menschen haben ja auch Angst, sich testen zu lassen. Und selbst wenn sie positiv getestet werden, dann gehen sie wieder zurück in ihre eigenen 4 Wände, wo sie vielleicht in 2 Zimmern mit 4, 5 anderen weiteren Personen leben. Das heißt, dadurch haben sie auch diese hohen Ansteckungszahlen in Haushalten. Also ich würde da nochmal an die Quarantäneangebote nachdenken, verstärkte Testungen,
Impfungen. Und was jetzt kommt, es wird jetzt bundesweit, ist es ja schon ein Nachholpaket für die Kinder beschlossen worden. Und da muss man einfach dranbleiben und überlegen. Und tatsächlich würde ich nochmal dafür plädieren, gerade da, wo die Notbetreuung jetzt nur noch stattfindet, in den Betreuungseinrichtungen, in den Schulen, nochmal überlegen, wie man das stärker bedürfnisorientiert ausgestaltet, dass man es eben nicht nur vom Beruf der Eltern abhängig macht oder nicht nur davon, ob jemand alleinerziehend ist, sondern dass man nochmal verstärkt auf die Kinder mit besonderem Förderbedarf da achtet. Und also das heißt, die Kompensation, das kommt. Das Problem ist, dass wir jetzt quasi über Kompensation reden, während das Problem sich ja noch perpetuiert und noch weiter entfaltet. Das heißt, eigentlich muss man auch jetzt schon anfangen, bevor man kompensiert, diese Kinder wieder zurück zumindest im Kontakt mit Betreuungspersonen holt. Das heißt nicht, dass wir Schulklassen schaffen müssen, wo 15 Kinder sitzen, aber man muss da andere Zugangsmöglichkeiten, die eben infektionssicherer auch sind. Weil, wie gesagt, auch von Infektionen sind diese Familien besonders betroffen und auch davor sind sie besonders zu schützen. Und das kann man aber anders ausbalancieren, als es bis jetzt der Fall war. Menno dazu gleich passt. Ja, vielen Dank. Ich mache es ganz kurz. Ich nenne nur Schlagworte. Also erstmal, welche Perspektiven können wir Familien geben? Was wäre aktive Familienunterstützung? Das Erste, was Familien brauchen, ist wirtschaftliche Sicherheit, unabhängig von der Frage, ob man einen sozialversicherungspflichtigen Job hat. Es profitiert nur ein sehr selektiver Ausschnitt der Bevölkerung von dem, was wir im Moment tun, um Familien wirtschaftlich vor den Folgen abzusichern. Das Zweite ist, wir sollten darüber nachdenken, wie wir Kindern und Jugendlichen Sozialräume ermöglichen. Ich möchte auch besonders die Jugendlichen in den Blick rücken. Es entspricht nicht der Natur eines 13-Jährigen, mit seinen Eltern den ganzen Tag in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu sitzen. Und wir dürfen die nicht opfern, nur weil Grundschüler den höheren Betreuungsbedarf haben, sondern wir müssen Sozialräume ermöglichen, auch für Jugendliche. Und das sollten wir sicher tun, weil es ist unmöglich, sie einzusperren. Das Dritte wäre, aktiv unterstützen, dass sich Netzwerke aufbauen, in denen Familien sich gegenseitig helfen können. Das kann man steuern, das könnte man über Schulen, über Sozialzentren, über Jugendämter viel aktiver angehen. Und der letzte Aspekt zum Thema Förderung von Familien, Ressourcenorientierung. Da, wo eine Familie sagt, unser Kind kommt mit Homeschooling gut klar, wir können eine Tagesstruktur anbieten, wir sind präsent und damit können wir das Schulsystem entlasten zugunsten anderer, da sollten wir Familien diese Möglichkeit geben. Und das sollte in Rücksprache mir wäre eine Feedbackschleife wichtig als Sozialarbeiter, dass das über Schulsozialarbeit oder Klassenlehrkraft rückversichert wird. Aber dann sollten wir solche Ressourcen sollten wir nutzen. Dann komme ich zu der Frage, was tun mit den Schulen? Wie können wir Schulen sicher öffnen? Die S3-Richtlinie für sichere Schulen sind nicht erstellt worden unter der Fantasie, dass die Politik beschließen könnte, 100 ist das neue niedrig und 165 ist die neue Mitte. Sondern die ist entwickelt worden in einer Zeit, als wir über 35 als Mitte und 50 als hoch diskutiert haben. Das heißt, aus meiner Sicht, die empirische Forschungslage zeigt, die S3-Richtlinie ist nicht ausreichend, weil sie auch nur Schutz vor individuellen Infektionen bietet und Schulen nicht als Netzwerk einbezieht, was man bei einer Inzidenz von 165 dringend muss. Das heißt, Schulen öffnen setzt voraus, die Zahlen müssen fallen. Wer in ein Plateau hinein öffnet, der zerschießt sich das Plateau und wird die Schulen wieder schließen. Sie können Schulen nur öffnen, wenn die Zahlen am Fallen sind. Welche Stellgröße wäre wichtig? Die wichtigste Stellgröße wäre die Anzahl der Infektionen unbekannten Ursprungs. Denn wenn Sie einen Menschen haben, der nicht weiß, wo er sich angesteckt hat, müssen Sie bei einer Krankheit, die sich clustermäßig ausbreitet, davon ausgehen, Sie haben mindestens noch 4-5 Infektionen, die Sie noch gar nicht kennen. Und das macht die Situation wirklich gefährlich, gerade in Netzwerken wie Schulen, wo es viele asymptomatische Verläufe gibt. Da können nämlich Infektionen wunderbar wandern, ohne dass sie irgendwas mitkriegen. Und irgendwo in einer Einrichtung außerhalb oder in einer Familie oder in einem Hochhaus, wo sich 17 Leute einen Fahrstuhl teilen, 17 Familien einen Fahrstuhl teilen, knallt das Ganze plötzlich durch die Decke. Das heißt, die wichtigste Stellgröße für Schulen wäre, wie gut sind wir in der Lage, das Infektionsgeschehen vor Ort zu beobachten. Das ist das, was unser Kollege Matthias Schneider als Risikoinzidenz bezeichnet. Und dann, was wäre eine sichere Struktur für Schulen? Und damit beende ich dann. Wir brauchen zusätzlich Schulwegkonzepte. Wir können nicht einfach nur an der Schulpforte anfangen. Wir brauchen eine Entzerrung des Schulweges über gestaffelten Unterrichtsbeginn, über Absprachen mit der Industrie, dass nicht alle Kinder mit den Erwachsenen gleichzeitig Schichtbeginn haben oder sowas, sondern dass wir da eine Entzerrung drin haben. Wir brauchen natürlich eine Teststrategie. Und mit einer guten Teststrategie könnte die Schule sogar als Public Health Screening Instrument einen großen Nutzen haben.
Wir brauchen ganz klar ein Raumluftmanagement. Ich habe wenig Verständnis, warum wir effektive Interventionen, die wir kennen, einfach nicht nutzen, obwohl sie helfen würden, Klammer auf, auch bei zukünftigen Infektionswellen. Also die Luftraumfilter würden uns auch bei der nächsten Grippewelle eine Menge Krankschreibungen in der Erwachsenenwelt, also wer Angst um die Kohle hat, da spielen die Dinger wieder rein, keine Sorge. Und wir brauchen konsequente Kohortierungskonzepte und damit meinen wir nicht, ein Jahrgang ist eine Kohorte, sondern es macht bei einer Inzidenz von, ich sage jetzt mal 70, einen Riesenunterschied, ob sie über 3 Netzwerkknotenpunkte Kontakt zu 1600 Menschen haben oder zu 25. Das heißt, wir brauchen eine klare Kohortierungsstrategie und das setzt gewisse pädagogische Veränderungen auch der Didaktik in Schule voraus. Und unter dieser Strategie könnten Sie dann allerdings tatsächlich auch Schulen zu relativ sicheren Orten machen, wenn Sie sie gut beobachtbar halten. Und ich glaube an den AHA-Regeln, Abstand, Hygiene und also Masken, medizinische Masken, also eigentlich müssten wir es umbenennen, daran zweifelt mittlerweile keiner mehr. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen allen für diese aufschlussreichen Ausführungen und auch diese Breite, mit der Sie uns noch einmal deutlich gemacht haben, was wir eigentlich ja in Politik auch wissen, dass es nämlich alles irgendwie zusammenhängt und alles komplex ist und nichts singulär betrachtet werden kann. Deshalb freue ich mich auch sehr über die Bereitschaft, dass wir jetzt im Nachhinein auch noch intern weiter über bestimmte Strategien diskutieren können. Und freue mich auch sehr, dass wir heute mit vielen Landtagsfraktionen miteinander über diese Wege und Möglichkeiten geredet haben und dass wir auch das weiter fortsetzen werden. Vielen Dank auch fürs Zuschauen bei diesem öffentlichen Livestream. Ich hoffe, ihr und Sie konnten auch spannende Informationen und Anregungen noch einmal mitnehmen und sich informieren. Und insofern wünsche ich Ihnen allen noch einen guten Tag und lassen Sie uns alle weiter miteinander aufeinander aufpassen.